In Deutschland kommen im Jahr rund 70 Menschen durch Schusswaffen ums Leben. Polizeikommissar Can Yildiz und Polizeioberkommissarin Sarah Freitag erreicht der Notruf einer zweifachen Mutter. Die Frau hatte die Kinder in der Obhut der Großmutter gelassen. Bei ihrer Rückkehr dann der Schock. Die Geschwister sind allein und hantieren mit Waffen. Luca. Ja, wie heißt der Große? Lukas. Ja, verstanden. Lukas! Haben Sie einen Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel. Gibt meine Mutter macht die Tür nicht auf. Fenster oder irgendwas? Die Tür? Ihre Mutter müsste eigentlich da drin sein, ja? Genau, ich habe. Macht mal die Tür auf, Kinder! Lukas! Hier ist die Polizei. Leg mal die Waffe bitte auf den Boden, ja? Ist auf. Lukas! Hallo, Lukas! Mach die mal so nach unten. Einmal kurz, kannst du die Waffe kurz weglegen? Ich gebe dir auch was dafür. Schau mal. Nein, bitte nicht. Lass mal kurz bitte die Waffe runter, genau. Ich gebe dir hier die Handschellen. Du kriegst die Handschellen dafür, okay? Die kannst du einmal haben. Ja, ich bin selbst ja auch Mutter und für mich wäre es eine absolute Horrorvorstellung und Katastrophe, wenn ich mein Kind mit einer Waffe in der Hand erblicken würde. Daher würde ich persönlich zu Hause überhaupt keine Waffen lagern. Hier ist die Polizei. Wenn hier noch jemand drin ist, dann melden Sie sich. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Kannst du was sehen? Rechts ist frei. Tür? Ist frei, ich höre einen Wimmern. Hallo, die Polizei! Scheiße, hilflose Person. Hallo. Oh, hier sind noch alle Schleifspuren. Scheiße. Einmal RTW, verstehe. Du machst RTW, ja. Kümmere mich um die Dame. Aufgrund der Blutspur vermuten die Beamten, dass die Großmutter niedergeschlagen und erst danach ins Bad gebracht wurde. Ihr Anfangsverdacht, die Frau ist Opfer eines Raubüberfalls. Denn nach Angaben der Tochter sind im Haus wertvolle Waffen gelagert. Gesagt, dass sie sich um die Kinder kümmern, alles soweit in Ordnung. Können Sie uns irgendwas dazu sagen, wer das war? Warum liegen Sie hier? Ich war in der Küche. Sie waren in der Küche. Und dann war so eine schwarze Gestalt vor mir. Ja. Einfach zugeschlagen. Könnten Sie mir vielleicht mal zeigen, wo der Waffenschrank ist und wem dieser Waffenschrank auch gehört? Als Sarah oben sich um die verletzte Person gekümmert hat, bin ich dann kurz runter, um mir wirklich noch mal Überblick über die ganze Situation zu verschaffen. Hab dann auch die Mama und die Melderin hier gefragt, wie sie sich das erklären kann. Daraufhin erwiderte sie, dass ihr verstorbener Papa einen Waffenschrank besessen hätte. Und diesen habe ich mir dann zeigen lassen. Einmal kurz zur Seite, weil da ist auch ein Zerbruch. Fehlte ein Gewehr. Also nochmal bitte. Er wurde aufgebrochen. Also er wurde aufgebrochen und da fehlt ein Gewehr. Da fehlt ein Gewehr. Also ein vom gleichen Kaliber das Gewehr? Ja. Also okay. Ich habe mich dann nie so mit beschäftigt mit den Waffen meines Vaters. Can Yildiz geht davon aus, dass der Täter nur ein Gewehr gestohlen hat, weil er von der Großmutter gestört wurde. Ein Fundstück führt die Ermittlungen des Polizeikommissars ins Umfeld der Familie und zu einem ersten Verdächtigen. Okay, welcher ist Ihr Vater? Das ist mein Vater und das war sein Koch. Der war bei uns eingestellt. Okay, und es ist ja schon komisch, dass alle Fotos hier immer noch heile sind. Und ich habe ja das Restaurant meines Vaters. Okay, was ist das jetzt gerade? Ich habe das Restaurant meines Vaters geerbt. Ja. Und ihn musste ich vor kurzem leider kündigen. Okay. Also ihn haben Sie gekündigt. Gut, dann einmal kurz zur Seite. Das geht mir gerade alles auf den Sack. Einen Moment, Entschuldigung, dass ich so spreche. Aber was ist denn hier los? Hallo, die Polizei. Geht's noch? Hallo? Können Sie mal bitte aufhören zu hupen? Okay, einen Moment. Sie kennen sich? Das war ja klar. Okay, bleiben Sie einmal kurz zur Seite. Gut, was hupen Sie denn hier so rum? Ich war mit der Evelyn verabredet, mit meiner Stiefmutter. Mama? Mit Ihrer Stiefmutter, okay. Sie sind die Stiefschwester. Okay, also von? Das ist meine Stiefschwester. Okay, gut. Und was, Sie sind jetzt gerade hier? Das ist ja mal wieder klar. Das mischt dich doch nicht in allem immer ein. Okay, bleib. Also. Ja. Zu Lebzeiten meines Vaters hat sie schon ihren Erbteil. Ihres Vaters ist auch mein Vater. Das war eher mein Vater als dein Vater. Okay, ne? Gut. Folgender Vorschlag. Wir schreien uns gegenseitig nicht an. Wir beleidigen uns nicht. Weil, aber das ist ja eine blöde Kuh. Da muss man ja sagen. Gut, das ist Ihre Meinung. Vielleicht nicht meine Meinung. Darauf habe ich aber keine Lust, jetzt die ganze Zeit mit Ihnen lautstark zu diskutieren. Entweder Sie erzählen mir diesen ganzen Sachverhalt jetzt vernünftig, was Sache ist, warum Sie hier die ganze Zeit rumhupen. Und einmal hupen reicht ja wohl, oder? Der Beamte schlussfolgert, dass die dazugekommene Frau sich mit ihrer
Stiefmutter über das Erbe ihres kürzlich verstorbenen Vaters unterhalten wollte. Bei der Aufnahme ihrer Personalien weckt allerdings etwas das Misstrauen des Polizeikommissars. Einen Moment, Sie haben da gerade was verloren. Einen Moment, darf ich mal ganz kurz bitte? Wieso? Darf ich einmal ganz kurz? Danke Ihnen. Geht Sie das jetzt an, mein Schlüssel? Okay, gut. Wer ist denn diese Person auf dem Foto? Ist ein Bekannter von mir. Ist ein Bekannter von Ihnen? Okay, gut. Dann belasse ich das Ganze jetzt auch erstmal hierbei. Ja, ich werde jetzt einmal kurz auf meine Kollegin zugehen. Ihren Ausweis habe ich eh. Das heißt, wenn Sie wegfahren möchten, können Sie gerne machen. Wir wissen, wo Sie wohnen. Bringt nicht wirklich viel. Ja, verschlimmert ich nur die ganze Sache. Wegzufahren. Genau. Ich habe jetzt einmal Ihren Schlüssel. Können eh nicht wegfahren. Ja, Sie können einmal hier vor der Häuslichkeit einmal kurz warten. Während der Ermittlungen der Beamten wird die Verletzte zur Untersuchung in die Klinik transportiert. Can Yildiz Vermutung, die Stiefschwester ist die Lebensgefährtin des verdächtigen und gekündigten Kochs. Das ist super viel definitiv. Ähnlichkeit. Deswegen, ja. Also sie ist auch hier und die hat hier rumgehupt, was weiß ich, wie eine Irre. Was und hat sie gesagt? Ja, irgendein Bekannter. Deswegen würde ich sie jetzt gerne gleich einmal darauf festnageln, dass wir sie mitnehmen. Ja, und dass wir halt wirklich... Das nehmen wir mit. Genau, Spurensuche muss sowieso hier gemacht werden. Genau, also Spusi kommt. Ich würde halt dann vielleicht so machen, dass wir für die Spusi alles hinterlassen, so ein bisschen, dass sie sich das dann mitnehmen, ja, und dass wir von der Leitstelle auch jemanden mal anfunken, dass vielleicht jemand abgestellt wird. Die Mutter soll zur Befragung auf die Wache kommen. Sie will ihre Kinder deshalb zu einem Babysitter bringen, da ihr Mann arbeiten muss. Auch der Ex-Koch soll vernommen werden. Doch der Verdächtige ist bisher unauffindbar. Die Polizisten vermuten, dass er die Tat gemeinsam mit der Stiefschwester geplant hat, aus Rache. Die Vernehmung der Frau durch Kriminalhauptkommissar Eckhard Greitner und Kriminalkommissar Rocco Sturm wird durch einen Hilferuf unterbrochen. Woher kennen Sie Herrn Drews? Ja, das war der Chefkoch meines Vaters. Mhm. Und warum ist er dann nicht mehr Chefkoch? Wissen Sie das auch? Ja, weil meine super tolle, arrogante Stiefschwester ihn befeuert hat, damit sie ihn Lover einstellt. Mhm. Und der Herr Drews ist nur ein guter Bekannter von Ihnen? Ja. Und hat es auch so akzeptiert? Hat gesagt, okay, dann koche ich ihn nicht mehr, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist kassiert da ein bisschen Geld. Ne? Sie müssen darüber gesprochen haben. Könnt ihr bitte mal eben ganz schnell rauskommen? Ich habe hier was Wichtiges für euch. Okay. Aber jetzt dauert es aber nicht noch länger. Wir sehen doch schnell, das haben wir doch. Ich muss auch Pakete zustellen. Ich habe hier eine ganz wichtige Nachricht von meinem Mann. Hören Sie mal bitte. Schatz, bitte, ruf die Polizei. Ich soll ins Restaurant kommen. Beeil dich bitte. Schatz, bitte, ruf die Polizei. Ja, sie sollen ins Restaurant. Schatz, haben Sie nicht gehört? Bitte, ruf die Polizei. Ich soll ins Restaurant kommen. Du musst zum Restaurant. Hilft nichts. Ja, haben Sie die jetzt gerade bekommen oder vor kurzem? Ja, ich habe sie gerade geschickt. Vor 2 Minuten. Mehr wissen wir nicht, Herr. Zügig. Was machen wir jetzt mit ihr? So müssen die Kollegen drauf aufpassen. Ja, ich schieße einen hoch. Meine Jacke. Ja, geht los. Der Verdacht der Kripo-Beamten? Die Racheaktion des entlassenen Chefkochs ist noch nicht beendet. Womöglich will der Mann seinem Nachfolger etwas antun. Die Kommissare planen, das Restaurant mit Verstärkungskollegen zu umstellen. Sie wollen sich einen Überblick verschaffen und den dort vermuteten Ex-Koch umzingeln. Wir gehen rechts, der Rocco und ich, wir gehen rechts, ihr geht links rum. Okay. Machen wir einfach von außen, dass wir einmal von außen Einblicke bekommen. Und aufpassen, ne? Ja, ja. Alles klar. Drin, der hat eine Waffe und bedroht den Tim. Okay, dann bleiben Sie einmal ganz kurz. Gehen Sie einmal kurz raus. Gehen Sie bitte zum Streifenwagen. Genau. Sag dir Egon Bescheid wegen der Waffe. Langwaffe im Restaurant. Die Ermittler folgern, dass es sich um das gestohlene Gewehr handelt und tatsächlich um den Hauptverdächtigen. 1324, wir sind jetzt auf der Rückseite des Restaurants, kurz vor diesem Hintereingang, wo die kleine Treppe ist. Ja, und der Netz, wir müssen immer noch auf der linken Seite. Scheiße. Sag Egon Bescheid. Bleiben Sie ruhig. Eggy für den RTW. Massive Kopfplatzwunde, Schnittverletzung im Gesicht, aber ansprechbar. Können Sie was sagen, was ist drin passiert? Oh, weiß ich, da war so ein Idiot. Der ist einfach auf mich zugekommen. Sind Sie aus dem Fenster geschmissen worden? Ja, da hat er mich geschubst und dann war ich. Oh, Scheiße! Okay, den Verletzten auf der Terrasse mussten wir, ja wohl oder übel, ich habe mich nicht wohl dabei gefühlt, liegen lassen. Ich habe mich nur kurz nach ihm erkundigt, ob sie ihm einigermaßen gut war, ansprechbar. Aber letztendlich mussten wir schnellstmöglich rein, um die Gefahr zu beseitigen, an diese Schusswaffe zu kommen. Deswegen habe ich ihn zurückgelassen. Hallo? Hier ist die Polizei! Ist hier jemand im Gebäude, dann kommen Sie bitte raus. Ist da nichts, hinten ist einer. Warte mal, halt dich mal zurück. 1324 von E.ON von 3216. 1324, hört. Hier in der Küche ist jemand mit einer langen Waffe.
Und der sieht aus wie unser Koch von dem Foto. Das ist der Herr Drews. Der bedroht gerade jemanden mit einer Langwaffe. Also passt auf. Ecki, wir müssen da ran jetzt. Komm. Herr Drews. Los, geht. Herr Drews, hier ist die Polizei. Herr Drews, lassen Sie die Waffe fallen. Legen Sie die Waffe runter. Herr Drews, die Waffe runter. Legen Sie die Waffe runter. Herr Drews, wir machen sonst von unserer Waffe Gebrauch. Legen Sie die Waffe runter. Machen Sie es nicht noch schlimmer. Herr Drews, bitte. Herr Drews, das bringt nichts. Bleiben Sie stehen. Das, Herr Drews. Ich hab's diesem Bastard zu verdanken. Lassen Sie die Waffe fallen, Herr Drews. Waffe runter, das bringt nichts. Scheiße. Waffe ist gesichert! Waffe ist gesichert! Runter, Waffe ist runter, gesichert! Runter. Kommt ran! Geht's Ihnen gut? Geht's Ihnen gut? Nicht passieren. Da musst du übernehmen! Okay. Sie bleiben Sie erstmal hier! Bleiben Sie hier! Die Kriminalisten stellen die Waffe sicher und vergewissern sich, dass der Koch unversehrt ist. Rocco Sturm belehrt den ehemaligen Angestellten des Restaurants. Der Mann fühlt sich allerdings im Recht. Sind Tatverdächtige an der Straftat? Sie müssen sich nicht selbst belasten. Was für eine Straftat? Was wollt ihr eigentlich von mir? Herr Drews, fehlen Ihnen die letzten 10 Minuten, oder was? Ihr habt doch gesehen, ich habe ein Gewehr und ich wollte den Typen abknallen. Warum? Was ist da vorgefallen? Dieser Pisser hat mit seiner Ollen eigentlich das Restaurant übernommen, was ich und meine Freundin zusammen haben wollten. Ja, aber Ihre Freundin... Wir beide wollten das zusammen haben. Ja, und ich habe 20 Jahre für den Norbert gearbeitet, 20 Jahre lang. Und was hat der, was macht der? Der gibt das seiner doofen Tochter. Das kann doch alles nicht wahr sein. Er hat ja dann irgendwann zwischendurch dann uns auch das erzählt, was wir hören wollten. Er hat quasi ein Geständnis abgelegt, nachdem er belehrt wurde. Einsicht habe ich da jetzt nicht gespürt. Ob er immer noch lacht, wenn der Haftrichter sagt, es geht in die OVA, bezweifle ich. Dann wollten wir in dieses scheiß Haus da einsteigen, weil die hatten Gewehre ohne Ende. Und letzten Endes... Haben Sie die alte Frau verprügelt? Meine Freundin wollte ihre Stiefmutter ablenken. Nur dooferweise waren auch nur diese Blagen da. Die Stiefmutter war in dem Haus. Dann kam auch noch Silvia und dann habe ich Hass gekriegt. Und dann habe ich hier die teuerste Waffe aus dem Scheißschrank genommen und bin abgehauen. Und dann kam mir in den Kopf, ich könnte mir eigentlich Alex packen, der nämlich an meiner Stelle gekommen ist. Hä? Und die alte Dame haben Sie niedergeschlagen und nach oben geschleppt. Ich meine, die Kraft dazu hätten Sie ja. Sind ja ein großer Mann. Der Tatverdächtige Herr Drews und seine Freundin werden sich zunächst ja für den schweren Raub, das Eindringen in das Haus und das Entwenden der Schusswaffe verantworten müssen. Die Freundin des Herrn Drews insofern, dass sie ja Mittäterin ist. Sie hat mit laufendem Motor quasi als Fluchtfahrzeug vorm Haus gewartet. Herr Drews hat die Tat selbst ausgeführt. Er hat es ja auch gestanden. Dazu kommt dann hier im Restaurant die Bedrohung. Sie sehen als nächstes den Haftrichter und danach gibt es Kaffee in der JVA. Setz dich rein und dann fahren wir. Der Täter wird wegen Körperverletzung, Bedrohung und schweren Raubes zu einer Haftstrafe verurteilt. Seine Komplizin wird wegen schweren Raubes angezeigt. Sowohl dem verletzten Gast als auch dem Ehemann geht es wieder gut. Die Kopfplatzwunde der Großmutter verheilt vollständig.